Das Weitere kommt gleich. Schwerziehen, Gruppenkampfstil und dann schauen wir mal. Yes! Geschafft! Okay, Leute. Es geht noch weiter, sehe ich gerade. Sehr schön. What the fuck? Wieso ist denn jetzt das Bild schwarz? Hallo? Wieso ist mein Monitor jetzt aus? Was soll das denn? Jetzt ist er wieder an. Wieder aus. Das war euer letzter Fehler, dass ihr dieser Hure geholfen habt. Sterbt, verfluchter Mutant. Really? Ich habe genügend Kraft für euch beide. Odo! Greift euch die Mistgabel! Ach du Scheiße! Ja gut, dann schnetzel ich euch auch noch alle weg. Kein Problem. Den Geistlichen zuerst, der ging mir die ganze Zeit auf den Sack. Odo, gewürfelt wird nicht mehr. Hey Geistlicher, du wolltest doch umfallen, hast du doch gesagt, oder? Okay, war das mit dem schwarzen Bildschirm jetzt vom Spiel oder wie oder was? Ach Gottchen, jetzt aber mal hier. Starken Kampfstil, muss ja auch mal ein Ende finden. So, und den Geistlichen noch. So, tschüss. Ah, und Abigail steht wieder auf. Sehr schön. Ah, alter Schwede. Geschafft. So, ganz im Ernst. Also ich habe jetzt ungefähr 1000 Aufnahmen gebraucht, um diese blöde Bestie jetzt endlich mal zu besiegen. Ich freue mich gerade wie ein kleines Kind innerlich. Hohaha, geil. Und ein Passier-Freibrief? Achso, okay, dafür ziehen wir jetzt betreten. Ganz ehrlich, es war bis jetzt der schwerste Kampf, den es hier gab. Was wäre ohne eure Hilfe aus mir geworden, Geralt? Ich bin froh, dass ihr mir glauben konntet. Oh Mann. Wer wäre ich denn sonst? Hab Dank und lebt wohl. Und tschüss. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, ein silberner Bernsteinring kann ich nur verschenken. Elektroplasma und der Hauch des Jenseits. Den haben die hier eh alle zu spüren gekriegt. Ich durchsuche hier nochmal kurz die Überreste. Also kurz mal zur Geschichte jetzt, wie das jetzt alles so gelaufen ist. Also ich habe... Ich muss gleich mal kurz nachzählen, aber ich schätze mal so um die 100 Versuche gebraucht, das Ganze jetzt zu schaffen. Hab zwischenzeitlich nochmal im Internet nachgeschaut, wie es denn aussieht, wie denn da die Taktik am besten wäre. Und irgendwie, naja, gibt es keine wirkliche Taktik. Ich habe mich dann dazu entschieden, einfach mal Abigail möglichst zu beschützen, weil die nämlich uns ganz gut hochheilt. Naja, das hat ja offensichtlich jetzt auch ganz gut funktioniert. Die 50 Mal vorher nicht. Wie dem auch sei, dass ich weiß nicht, ob das jetzt geplant war, dass da eben das Bild plötzlich dunkel war oder nicht. Ist aber auch egal, weil ich werde das sicherlich jetzt nicht wiederholen, sondern ganz im Gegenteil, der Sicherheitshalber jetzt einmal hier abspeichern. So. Und jetzt haben wir einen Passierschein, können in die Stadt. Und dann schauen wir mal kurz, ob wir draußen noch irgendwas zu tun haben. In Vizima, da sollen wir in Vizima in der Taverne suchen. Drinnen, das ist auch drinnen. Das habe ich eben schon auf der Karte geguckt. Auch drinnen. Nach Vizima, in Vizima, in Vizima. Leichnam in der Kapelle. Okay, also muss ich nochmal kurz zu der Kapelle. Und der ist auch in Vizima. Gut, dann gehen wir jetzt nochmal kurz zu der Kapelle hin. Nachdem wir hier mal geguckt haben, ob wir hier noch irgendwas looten können. Sieht aber nicht so aus. So, einmal kurz auf die Karte schauen. Wo ist die Kapelle? Da ist die Kapelle. Ach, so ein Blödsinn. Da ist. Ne? Da ist die Kapelle. So. Okay, wir sind da. Das heißt, wir drehen uns nach rechts und gehen mal den Weg entlang. Oh, Freunde, ich bin so glücklich.
Meine Fresse, ey. Irgendwie sieht das hier alles ziemlich tot aus. Die sind nicht mehr ganz so glücklich. Ich dafür umso mehr. Oh, leck mich am Arsch. Ich hab eiskalte Finger, das Herz klopft. Boah. Und mir läuft ein Schauer über den Rücken vor Glück. Ah, das ist so... Also so stelle ich mir einen Bosskampf vor. Das ist seit langem mal wieder so, dass man sich wirklich, 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 wirklich darüber freut, oder ich mich jedenfalls, das geschafft zu haben. Also das ist... Boah, es ist gerade wie Weihnachten, Geburtstag und zwei Orgasmen zusammen. So, hinein in die Kapelle. Den Leichnam beerdigen. Ja, ist schön hier. Schränkchen. Durchsuchen wir doch direkt mal. Bisschen Geld ist nicht verkehrt. So, hier ist der Altar. Wir gucken aber erst noch mal ganz kurz in den Keller. Sarkophag. Und was anderes gibt es hier auch nicht. Packen wir den mal an und hauen da mal die menschlichen Überreste rein. Ich erinnere mich. Ihr habt mich gejagt. Ihr und eure abscheuliche Jagdgesellschaft. Das tue ich immer noch. Nur das Wort jagen trifft es nicht ganz. Wieso nicht? Meine Aufgabe ist es, ein Schicksal zu erfüllen. Angenommen, ich glaube euch. Verratet ihr mir mein Schicksal? Schicksal ist ein zweischneidiges Schwert. Ihr seid die eine Schneide, die andere ist... Ihr beginnt zu schwafeln. Sagt, was ihr zu sagen habt, oder verschwindet. Wüsste ich es nicht besser, dann würde ich glauben, ihr sprecht so kühn, um Angst zu verbergen. Ich werde stets auf eurer Fährte sein. Aendrion! Wasser auf Leo! Tuffle! Na klar. Ihr verspottet das Schicksal. Ihr verspottet es und spielt mit ihm. Es ist ein zweischneidiges Schwert. Ihr seid die eine Schneide und die andere ist... Der Tod? Nein, wir sind es, die gestorben sind. Euretwegen. Da er euch nicht zu fassen kriegt, begnügt er sich mit uns. Der Tod folgt euch auf Schritt und Tritt, weißer Wolf. Aber andere sterben. Euretwegen. Alter! Really? Kann ich wegrennen? Kann nicht während eines Kampfes benutzt werden. Moment mal. Hab ich denn nicht irgendwas gegen Geister? Für mein Schwert oder so? Katze, Schneesturm. Unbekannter Trank, könnte ich vielleicht mal probieren, wenn es gar nichts anderes gibt. Salpeter, Tafelwasser. Jo. Himbeersaft, Schwarzpulver, Nierenfett, Tafelwasser haben wir eh genug. Kuhmilch, lecker. Blaubeeren, Fisch, Hähnchen, roter Schal, Tulpen, Silberring, Wassermelone, Hammelbein, Feuerstein, Höllenhundseele. Okay, Das sieht ja eher schlecht aus. Wollen wir mal gucken, ob wir ihn irgendwie verkohlen können oder was? Weil sonst, ganz ehrlich, weiß ich nicht so genau, wie wir gegen den ankommen sollen. Ah ja, das funktioniert also. Ach, und jetzt geht das auch plötzlich. Okay. Aber jetzt mal ehrlich. Was heißt denn hier wegen uns? Können wir wohl auf sich selbst aufpassen, die blöden Männer hier. Außerdem schönen Dank auch, dass du mich angreifst, nachdem ich deine Überreste vernünftig beerdigt habe, du Nase. Roter Meteorit. Sehr schön. Dann habe ich jetzt schon einen blauen und einen roten. Dafür schmeiß ich weg. Was schmeiß ich dafür weg?
Sicher nicht den blauen Meteoriten. Ach, hier so, einen so doofen Fisch, den braucht eh kein Mensch. Den nehmen wir mit. Und, tja. Dann haben wir hier unten ja alles erledigt. Und ein bisschen was gelernt, nämlich, dass wir gegen Geister mit Feuer ankommen und dass wir irgendwie danach die angreifen können. Die Kiste kann ich nicht benutzen. Oh, Alter, was ist da los? Ach, noch ein bisschen Alk. Okay. Gut, dann haben wir jetzt die Überreste auch beerdigt. Haben wir die jetzt beerdigt? Ich denke schon, oder? Ja. Gut, dann gehen wir jetzt mal rein nach Vizima. Oh ja. Schön wäre ja auch, ich rede auch einen Stuss zusammen. Also ich werde mir jetzt erst nochmal eben ganz kurz Harens Bude durchgucken. Eventuell ist da noch was. Und gegebenenfalls da unten nochmal eben schauen, ob ich da nicht vielleicht irgendwo an einer Feuerstelle nochmal kurz rasten kann. Damit ich eventuell nämlich leveln kann. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich irgendwann zwischendurch mein Level gemacht hatte. Aber das können wir jetzt mal eben schauen. Nee, habe ich nicht. Und ich muss unbedingt den Gruppenstall... Ach, ich habe den Gruppenstall ja ein bisschen gezählt. Da sollte ich aber nochmal dranbleiben. Der ist dann doch relativ hilfreich. Kann ich was brauen? Negativ. Was brauche ich denn für diesen Waldkauz? Ja, es werden bessere Grundstoffe benötigt. Äther und Vitriol. Mhm. Und für das Geisterüber... Achso, die besitze ich gar nicht. Aber wir haben ja noch was im Inventar, was wir lesen können. Höllenhundseele können wir lernen. Ah, guck mal an. Überrest eines Höllenhundes. Damit sind nicht die Bagesten gemeint, vermute ich mal. Gut, das haben wir gelernt. Dann haben wir da noch was zum Lesen. Habe ich bereits gelesen, brauche ich also nicht nochmal. Oh, ich freue mich immer noch total, dass diese blöde Bestie jetzt tot ist. Gut, dann haben wir da nichts mehr. Das ordne ich mal kurz. Und dann überlege ich mir mal kurz, ob ich den goldenen Diamantring und den Siegelring... Also diesen Siegelring, den nehme ich jetzt auf jeden Fall mal ab, weil ganz ehrlich, mit dem Typ will ich nichts zu tun haben. Und Diamant und Gold ist eh cooler. Gut. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Meditieren wollen wir eigentlich gar nicht mehr, weil... Wozu? Oh, komme ich da irgendwie raus aus der Nummer? Naja, 0 Stunden meditieren ist quasi wie rauskommen. Achso, ich wollte noch kurz bei Harren in der Bude gucken. Ob es dort irgendwas zu holen gibt. Wenn es da was zu holen gibt, dann würde ich eigentlich ehrlich gesagt auch gerne nochmal kurz rüberrennen zu dem... ach, siehst du wohl. Zum Odo. Und das Haus vom Geistlichen hätte ich eigentlich auch nochmal eben gerne durchsucht. Aber nun gut, jetzt bin ich da schon weggelaufen. Schauen wir mal. Vielleicht haben wir ja in Anführungszeichen Glück, dass es hier nichts Neues gibt. Nee. Also hier gibt es so gar nichts. Dann spare ich mir den Weg auf zu den anderen und renne jetzt einfach mal zur Brücke. Und dann hinein. Ach. Hinein nach Vizima. Da kann ich mal wieder den Gruppenstahl einsetzen. Ich treffe da auch nichts mit dem Ding. Also die Präzision im Gruppenkampf muss ich dann doch mal irgendwie skillen. So, und tschüss. Dann mach doch mal Feierabend. Ja. So. Das Looten spare ich mir. Da muss ich dann wieder nur 10.000 Kilometer durchs Wasser latschen. Da liegen die Überreste. Da nehme ich sein Gehirn mal mit. Und dann auf nach Vizima. Achso, wegstecken wollte ich das Schwert. Ich trottel. Nieswurz. Was ist denn eigentlich in Nieswurz drin? Äther. Okay, also Nieswurz sollte ich sammeln. Dann kann ich Waldkauz brauen. Und in Schöllkraut ist Rebus Nigredo, das ist nicht ganz so wichtig im Moment.
Aber Nieswurz, da bin ich jetzt mal ein bisschen hinterher. Zumal ich eigentlich immer einfach so vom Logischen her denke, dass in Vizima jetzt eher selten Pflanzen zu finden sind. Außer es gibt vielleicht irgendwie so einen Stadtgarten oder sowas. Na, wir werden es ja sehen. Und jetzt so langsam, muss ich sagen, nimmt das Spiel doch ein bisschen Fahrt auf. Auch von der Story her. Ich war zu Anfang immer noch so ein bisschen, na, weiß ich nicht. Es ging halt sehr, 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 sehr zäh los. Aber jetzt inzwischen muss ich sagen, also, gefällt. Stadtwache, hallo. Miko lässt Mönche und Leute mit Pässen rein. Ja, ich hab einen Pass. Die Tore sind bis auf Weiteres geschlossen. Es wurde eine Quarantäne verhängt. Okay, dann mal zu dem anderen Tor vielleicht. Weil Mikul wird wohl nicht so schnell wiederkommen. Der liegt ziemlich tot irgendwo da hinten in der Gegend rum. Ja, da habe ich mir wieder einen Ertrunkenen eingefangen. Schön. Als wenn ich nicht schon erkältet wäre. Kann man hier eigentlich irgendwas? Nee. Gut, 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 gut. Dann fegt... Da fegt uns jetzt der Besen direkt nach Vizima rein. Na klar. Ich kaufe mich morgen mal eine Tüte Deutsch und Grammatik. Und klare Aussprache. Ich weiß, ich hätte jetzt natürlich vielleicht nochmal eben kurz da mich wieder hinsetzen können, ob ich jetzt einen Waldkauz brauen kann. Aber ganz im Ernst, das werde ich dann machen, wenn ich ein bisschen mehr habe, weil für einen einzigen da jetzt eine Stunde länger meditieren und so, das ist doch, naja, ich will nicht sagen Blödsinn, aber Blödsinn. So, hallo Freunde. Ihr solltet das nicht wert. Ja, das macht ja nichts. Ich will hier rein. Abgeschlossen, ist mir klar, aber ich habe doch einen Passierschein. Die Tore sind bis auf Weiteres geschlossen. Kein Durchlass. Eine Quarantäne verhängt. Geht zu Mikul. Ja, Mikul ist doch gar nicht... Oder habe ich Mikul da hinten nicht mit erledigt? Ich denke doch. Wie spät ist es denn eigentlich? 2.30 Uhr in der Nacht. Okay, ups. Okay. Ach, da ist Mikul. Aha. Ach, den müssen wir bestimmt auch noch killen. Gibt es Probleme hier? Naja, die Kartiona oder wie diese Pest heißt, bringt die Leute um. Und Ungeheuer haben wir auch. Ungeheuer? Was für welche? Da wären Wölfe, massenweise. Die Toten, Elfen und Kobolde. Wölfe, sagt ihr? Jawohl, scharenweise. Die Köter sind wild geworden. Früher konnte ich sie mit Steinen vertreiben. Heute fürchte ich mich zu sehr. Verstehe. Aha. Ja, einen Pass brauche ich nicht fragen. Den habe ich schon. Ich muss in die Stadt. Ich habe doch einen Pass. Komm. Mikul, ich muss in die Stadt. Ich habe einen Pass. Ich wollte noch sagen, ich entschuldige mich, Hexer. Entschuldigt euch bei Ilsa, Mikul. Feldwebel, der Hexer ist hier, der, von dem ich euch erzählt habe. Wen haben wir denn hier, Mikul? Ist das der Mann, den wir suchen? Jawohl, Feldwebel, das ist die dreckige Missgeburt der Hexer. Ein Gotteslästerer und Betrüger, habe ich recht? Ja, er fragte, wer in die Stadt darf. Und dann kam er mit diesem Freibrief des Ordens daher. Wenn der ein Ritter des Ordens ist, dann bin ich Prinzessin Adda. Hurensohn. Okay, das war irgendwie so klar. Das nicht. Hat sich Geralt jetzt gerade ergeben? Meine Fresse. Der ist so gar nicht wie ich. Kapitel 2. Hey, lasst mich hier raus. Ich bin unschuldig. Diese 5 Pfund Fistech waren für den persönlichen Gebrauch. Hey,
Wärter, verlegt mich wenigstens. Ich will nicht bei den Politischen sein. Politik weicht einem das Hirn auf. Ich bin ein anständiger Dieb. Lasst mich raus! Schnauze! Ich bin beschäftigt! Still, Jethro! Wollt ihr mich umbringen? Dieser Dieb nervt mich! Dieb, genau! Und ich bin hier bei den Politischen. Skandalös! Hey, Schnauze! Hört auf zu kreischen! Oder ich poliere euch beim Leben meiner Mutter die Fresse! Absolut großartig. Was habt ihr denn für ein Problem, Weißling? Wollt ihr den Vizima tanzen? Na kommt schon, nehmt die Fäuste hoch! Jethro, öffnet die Zelle. Angst? Weich wie Butter? Kommt schon, Weißling, zeigt, was ihr drauf habt. Zurück. Was zum... Wollt ihr kämpfen oder nicht? Professor, Bewegung. Ihr seid frei. Welch eine Ironie. Erneut kreuzen sich unsere Wege. So nah und doch so fern. Keine Angst, Hexer. Wir sehen uns wieder. Das versichere ich euch. Ihr macht einen Fehler. Dieser Mann ist ein Mörder. Ihr begreift die Grundregeln nicht, nach denen diese Welt funktioniert. Ihr seid ein genetisch veränderter Mörder, der in der modernen Gesellschaft keinen Platz hat. Aber um dieses Problem kümmern wir uns nächstes Mal. Lebt wohl. Ich kann's kaum erwarten. Okay. Also offensichtlich sind die jetzt hier alle ein bisschen korrupt. Und wir sind schon wieder bei über der Zeit. Also würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle jetzt mal eine Aufnahmepause. Haben ja einiges geschafft. Und sehen uns beim nächsten Mal bei der Erkundung von Vizima. Bis bald.